Hallo, ich darf Sie wiederum begrüßen zu unserer vierten Session, das Kundenportal Basic betreffend. In dieser vierten Session wollen wir uns angucken, wie die tägliche Auftragsbearbeitung unterstützt werden kann innerhalb des Kundenportals. Ja, typischer Prozess: Kunde, der Kunde ruft an, möchte wissen, wann bekommt er eine Ware geliefert. Er möchte wissen, was habe ich denn überhaupt noch alles offen. Im Haus sind Teile geliefert worden. Also ich glaube, das kommt, ist das tägliche Leben im Kontext, was man denn in der täglichen Arbeit denn auch hat, nämlich dass Kunden anrufen und nicht genau informiert sind, wo stehen wir denn eventuell zum jetzigen Zeitpunkt, was ist denn zu tun. Wir haben zwei Auswertungen hierfür erstellt, um das zu unterstützen. Das eine ist die Auswertung deine Bestellung. Hier sieht der Kunde auf einen Blick, was er aktuell noch an Bestellungen offen hat. Wohl angemerkt offene Bestellung mit den jeweiligen Rahmendaten der offenen Bestellung. Also hier sehen wir jetzt die Auftragsmenge, wir sehen zu dem Zeitpunkt die gelieferte Menge, wir sehen die Werte, was ist noch zu liefern, wir sehen, was ist noch zu berechnen eventuell. So kann sich der Kunde sofort einen Überblick verschaffen, welche Rechnungen kommen in der nächsten Zeit bei Ihnen rein. Er steht vielleicht auf Monatsrechnung, weiß nicht, was er jetzt aktuell noch an Rechnungen denn in diesem Monat bekommen wird, die jetzt in der Abhängigkeit der aktuellen, denn bereits getätigten Lieferung. Hier kann er sich einen Überblick verschaffen, welche Liefertermine sind bei Ihnen denn für diese Position gesetzt. Voraussetzung ist natürlich immer, dass diese Liefertermine gepflegt werden. Sind sie nicht gepflegt, können wir selbstverständlich auch diese Daten hier ausblenden. Das ist obligatorisch. Die zweite Auswertung, die wir in dem Kontext uns ansehen wollen, ist deine Bestellung mit Stand in der Fertigung. In dieser Auswertung sehen wir in einem Überblick die Fertigungsaufträge, die es aktuell hier im System gibt. Und der Kunde kann sehen, ist der denn auch tatsächlich, hier habe ich einen Liefertermin, hier habe ich eventuell einen Sollendtermin. Ist der denn gestartet? Ist der eingeplant bei uns im Unternehmen, sodass er sehen kann, okay, kann ich denn auch tatsächlich mit der Ware liefern? Sehr oft haben ja unsere Kunden auch einen Grunddruck von ihren Kunden wiederum, dem sie nachkommen müssen. Sie erreichen vielleicht niemanden bei uns im Haus Freitagnachmittag, müssen trotzdem den Kunden beauskunften. Hier stellen wir ihm alle relevanten Daten zur Verfügung. Sollte hier eine Spalte fehlen, dann kann man diese in einer einfachen Form denn ergänzen. Dann haben wir noch hier in dem rechten Bereich nochmal Informationen fürs Tagesgeschäft, einen Artikelkatalog, in dem ich auch Bilder ansehen kann. Dann haben wir hier die Objekte, die sich vielleicht aktuell in Wartung befinden. Wir könnten jetzt hier zu diesen Objekten natürlich auch anzeigen, welche Services hat es gegeben oder welche Services sind geplant zu diesen Objekten. Und wir sehen hier noch die XRM oder CRM-Kontakteinträge. Was ist in den letzten Wochen denn gemeinsam gelaufen? Hat es Anrufe gegeben? Mit wem haben wir im Haus oder hat der Kunde im Haus gesprochen? Hier kann er sich selbst nochmal einen Überblick verschaffen, zu welchen Kontakten, zu welchen Fragen, welche er gestellt hat, wer Ansprechpartner aktuell bei uns im Haus ist. Und ob gegebenenfalls eine Aufgabe in der Planung ist, ob diese läuft. Diese Daten können wir dem Kunden ebenso zur Verfügung stellen. Ja, das soll es gewesen sein mit unseren Kurzvideos zu dem Kundenportal Basic. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, für Anregungen ebenso. Ja, vielen Dank und bis bald.